Folge Nummer 22 von Graveyard Keepers mit den zwei DLCs. Und wir waren letztes Mal hier an der Leiche vorbeigekommen, wo wir jetzt dran arbeiten müssen. Da gehen wir mal hin und machen das. Und schauen mal, dass wir das... Also die Sachen haben wir jetzt wieder alle aufgenommen und... Ja, super. Wir haben jetzt tatsächlich da drüben noch eine Leiche liegen. Und ja... Jetzt ist die Frage, was wir damit machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich es kann oder nicht und ob ich wieder den Fusch mache oder so. Und ich kann es wieder nicht aufnehmen, ne? Jetzt ist das schon besser geworden. Ich glaube, das Fleisch kann ich auch noch machen. Ja, es ist immer noch und wir haben jetzt noch nicht den Ärztefusch, ne? Nein. Ich weiß nicht, was wir machen damit. Vielleicht kriegen wir es hin, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt hat es natürlich hier wieder voll hingehauen, ne? Da ist jetzt der Ärztefusch. Ja, jetzt nix. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Sachen, die wir dabei haben, loswerden, ne? Wir hatten irgendwie keinen Platz dafür, Männer. Hier ist sowieso... Na doch, hier sind sogar Sachen drin. Und stacken tut das nicht. Fische haben wir hier, vier Grundlinge. Die brauchen wir jetzt auch nicht wirklich gerade. Diese Teile brauchen wir noch drei Stück von für da oben. Was wollten wir jetzt hier reintun? Den Fisch. Pilze können hier rein. Gluck auf Gras, das müssen wir dem Dingens geben, dem Kaufmann. Das brauchen wir nicht. Ist hier noch ein bisschen Platz dran? Ich glaube auch nicht, ne? Doch, hier ist noch Platz drin. Leitfaden für Geist. Ja komm, dann machen wir hier noch was rein. Ah, den Schlüssel haben wir immer noch nicht gemanagt gekriegt. So, jetzt gehen wir gucken, dass wir da unten nochmal aufräumen. So, das Blaue ist... Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber wir machen es mal gerade noch. Kriege ich auch noch mit. Jetzt haben wir gleich keine Energie mehr. So, jetzt liegt da noch wieder Sachen, ne? Bringen wir zum Friedhof wieder. Den müssen wir auch noch schick machen, ne? Oder wie war das? Grabstätte. Machen wir hier hin, ne? Gut. Daraus Leichen. Wir müssen erstmal hier ausgraben. Und bestatten und begraben. Da haben wir eine Urkunde gekriegt. Die Kirche ist offen.
Wenn die Türen offen sind. Ist dann die Gemeinde da? Nein. Hier können wir noch nichts machen. Ist denn Gottesdienst, wenn die Sonne da scheint? Das ist die Frage, ne? Sein Motto, bete, predige, sehe wohl aus. Reiche 30 auf dem Friedhof, reiche 20 in der Kirche. Bringe dem Bischof hier gute Fischfilets. Das schauen wir mit den Fischfilets nicht, ne? Bau einen Brunnen, bau ein Zelt. Das ist oben im Flüchtlingslager. Ich weiß nicht, wann war die Gottesdienst in der Kirche, das ist die Frage, ne? Aber die Tür ist offen, ich meine die sonst nicht auf, und das müsste eigentlich jetzt Gottesdienst dann sein an diesem Tag. Ach, wir sind zu spät, alles klar. Oder? Wo ist denn die Predigt? Die war jetzt nicht dabei, oder was? Hier ist nichts. Der Papst ist da. Habe ich alles nicht, dann brauchen wir das auch nicht machen, ne? Das bringt ja gerade nichts. So, was brauchten wir? Wir brauchten die Holzkeile und Metall. Ich glaube, da kommen wir jetzt am schnellsten dran, oder? Haben wir noch Holz? Ja, Holz ist noch da. Waren die Keile hier zu fertigen? Nee. Hier haben wir noch eine Kiste. Okay, da liegen... Ach gut, die hatten wir letztes Mal noch gebaut, ne? Okay, dann ist das aber auch egal. Hier ist doch der Leitfaden für Geistliche. Okay, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. So, diese Dinger müssen wir machen. Da haben wir aber kein Dingens für. Nicht genug Ressourcen. Sind hier die Keiler? Ja. Wieso? Achso, ich muss das erst klein machen, oder wie ist das? Warte mal. Was brauche ich dafür? Dingens. Ich glaube, hier am Sägebock muss ich dran, ne? Genau. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Charakter. So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir das fertigen. Das haben wir auch. Und jetzt müssen wir hier noch einen Barren anheizen. Haben wir aber nicht. Ach, Glas können wir auch machen. Dafür brauchen wir noch Wasser. Flusssand haben wir. Okay. Ja, uns fehlt das Material also. Mal hier noch sowas dran? Nein. Okay, dann geht das nicht. Hier war sowieso schon erstmal nichts. Jetzt müssen wir gucken, wo wir das Zeug herkriegen. Eisen. Ich weiß nicht mehr, wo Eisen war. War das hier im Sumpf oben? Ja. So, jetzt haben wir wieder Eisen. Das, und da müssen wir noch Holz reinschmeißen. Wie lange reicht denn das Holz? Reicht auf jeden Fall lange genug.
Gut, dann haben wir das auch. Das dauert jetzt aber eine Weile, bis das fertig wird. Ja. Zu überlegen, wie wir dann weiterkommen. Jetzt gibt's Regen. Okay. Die Made bleibt auch hier. Zixgras brauchen wir. Das Symbol kommt als nächstes. Jetzt lass mal gerade gucken, was in der Zeit ist, wer da kommt. Das war der Kaufmann, ja? Nee, das war nicht der Kaufmann. Das ist Frau Anmut. Weise, dass man sich mit ihr unterhalten sollte. Ich weiß nicht, was ich da machen soll dann. Ist aber nicht schlimm. So, hier haben wir solche Sachen alle. Das ist... Nochmal gucken, nochmal. Meeresbeet, nee, brauchen wir erstmal nicht. Inventar, wie voll ist das? Wir können einiges mitnehmen. Aber es hat für den Hanf wieder nicht gereicht, den mitzunehmen. Wir haben zu viel von allen Zeug. Gut. Kompost wieder angefertigt. Jetzt habe ich einen zu viel reingeschmissen. Welcher war das? Oder? Ist nur aufgerückt und passte. Das kann da bleiben. Hanfsamen. Rübensamen. So. Das passt. Das reicht nicht. Haben wir noch andere? Hanfsamen. Die Möhren gehen auch noch. Weizensamen haben wir leider nur 3. So, das bedeutet, wir können noch was weglegen. Das konnte alles weg. Den Salat, na, den nehmen wir jetzt mit. Die Möhren müssten wir eigentlich auch mitnehmen. Der Hanf kann hier bleiben. Alles andere nehmen wir mit. Der Knochen muss noch irgendwo hin. Ach so, warte mal, da waren mal 4 Stück, ne? Ist der Salat, oder? So, der kann auch noch hier bleiben. Und den Hanf hatten wir gerade von gesprochen, ne? So, das ist erstmal alles so raus, was hier raus soll. Viel Regen wieder. Eisenerz. Brauchen wir nicht, ne? Das dauert hier wohl noch, ne? Habe ich das da gar nicht reingeschmissen letztes Mal? Kann auch sein, ne? Gut, haben wir erst. Ach, guck mal, hier sind auch noch 10 Flöcker, ne? Was braucht man noch? Metall braucht man noch. Dann kann ich auch das mitnehmen, wenn wir das schon her haben.
Aber ich glaube, wir haben nirgendwo mehr Metall. Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben zwar noch ein bisschen Energie, aber wir ruhen uns erst wieder aus, machen eine Runde weiter schlafen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.